Sascha Velage im Meisterkurs der Kfz-Techniker bei der Handwerkskammer Koblenz. Das war jüngst Thema in HWK-TV. Es ging um einen jungen Handwerker aus der Eifel, der mit seinem Vater Siegfried eine ungewöhnliche Wette um das Familienerbstück Klaus abgeschlossen hatte. Worum es dabei genau ging? Ich habe damals meine Gesellenprüfung bestanden und dann ist eine Wette abgeschlossen worden mit meinem Vater über Klaus. Und man hat damals, oder wir haben beide damals gesagt, wenn ich 2014 bestehe, dann gehört Klaus mir. Damit zurück ins Jetzt. Und in die schöne Eifel mit ihrer sanften Berglandschaft, den Wäldern und satten Wiesen. Und zu Klaus. Der türkisblaue Wettgegenstand in der Familie Fellage ist ein Überkäfer. Mehrere Jahre wurde an dem Wagen gearbeitet. Was dabei entstand, ist eine außergewöhnliche Erscheinung mit Ausnahmewerten. Ja, Klaus ist unser Käfer. Darüber ging dann die Wette. Das heißt, wenn ich im Jahre 2014 die Meisterschule absolviert habe und auch bestanden habe, gehört Klaus mir. Also mein Vater schenkt mir dann Klaus, den wir all die Jahre gehegt und gepflegt haben und aufgebaut haben. Und das ist ein VW-Käfer, umgebaut komplett auf Porsche-Technik, sowie Fahrwerk, Karosse, Motor. Motor ist komplett von Porsche umkonstruiert. Das heißt, hier ist ein komplettes Porsche-Aggregat drin. Das Auto hat 253 PS im Moment auf dem Leistungsprüfstand. Und so gibt es für Sascha Velage gleich mehrere gute Gründe, in die Meisterprüfung zu investieren. Denn nicht nur der Meisterbrief winkt, sondern auch der ungewöhnliche Käfer, den es als Geschenk dazu gibt. Dabei plant Sascha Velage durchaus ein, beides zusammenzubringen. Käfer und Meisterbrief ließen sich ideal im eigenen, noch zu gründenden Kfz-Betrieb kombinieren. Eine Variante, die der junge Kfz-Handwerker durchaus für die Zukunft plant. Denn nicht nur Klaus hätte so ein Dach über dem Käferdach, sondern auch Fahrzeuge von Kunden wären bei den Kfz-verliebten Eifelanern bestens aufgehoben. Ihr Meisterbrief hängt bereits im Familienbetrieb. Vor einem Jahr hatte Michael Marx im Meistervorbereitungskurs der Handwerkskammer Koblenz gebüffelt und sich optimal auf die Prüfung vorbereitet, die sie als Jahrgangsbeste abschloss. Auch die frisch gebackene Kfz-Technikermeisterin von der Mosel hat einen Faible für historische Fahrzeuge und die Familie Marx ist ebenfalls im Besitz eines alten VW-Käfer. Für diese Filmaufnahmen allerdings hat sie sich von Kollegin Jutta Michels einen über 30 Jahre alten Mercedes SL ausgeliehen. Jutta Michels führt eine Werkstatt in Cochem-Brauheck und ist Beste ihres Meisterjahrgangs 2012. So haben alle drei Kfz-Handwerker, Sascha Velage, Michael Marx und Jutta Michels, Meisterluft bei der Handwerkskammer Koblenz geschnuppert. Diese roch am 7. Mai nicht nach Benzin oder Gummi, sondern nach leckeren Köstlichkeiten. Im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz drehte sich alles um die Erfahrungswelt Gesundheit. Dabei brachte sich mit Herz, Verstand und Kochkunst Johann Lafer ein, der im Team mit Lehrlingen der Handwerkskammer ein Kochduell gegen Ausbilder der Kammer bestritt. Eine Mischung aus guter Unterhaltung, Information, was Tipps und Rezepte einschloss, die bei den über 300 Besuchern gut ankam. Nicht aus Sicht des Publikums, sondern aus der einer Aktiven erlebte Fabienne Nachtsheim an der Seite von Kochstar Lafer dieses Duell und war schwer beeindruckt bis aufgeregt. Es war auf jeden Fall sehr aufregend, mit so einem Star-Koch zu kochen. Es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, die ich auch mitnehmen werde für jetzt mein späteres Leben, auch für zu Hause. Ich konnte auf jeden Fall viel lernen heute. Es hat auf jeden Fall sehr lecker geschmeckt, das Gericht am Ende. Und es war auf jeden Fall aufregend, ja. Zwei Lehrlinge der HWK unterstützten das Team Lafer und beide erledigten ihre Aufgabe mit Bravour, was auch der Starkoch hoch anerkannte. Sehr gut, ich meine, motiviert natürlich und sind stolz, glaube ich, dass sie mitarbeiten dürfen. Und das ist ja schön, ich meine, schön zu sehen, dass man eine kleine Vorbildfunktion hat. Das war bei mir auch so früher. Ich habe immer geguckt, ich habe immer gesagt, nur von den sehr guten
kannst du profitieren. Deswegen ist es immer schön, solche Menschen an der Seite zu haben, die motiviert sind, da mitzumachen. Gesundes Leben schließt gesunde, bewusste Ernährung ein. Auch das ein Thema, das Johann Lafer am Herzen liegt und für das er sich an diesem Tag deutlich aussprach. Ohne eine gesunde Ernährung ist keine Leistung möglich. Und ich denke, man macht sich heute über so viele Dinge des täglichen Lebens Gedanken, aber vergisst dabei eigentlich, dass man die Ernährung als Basis braucht. Und da muss ich sagen, wenn man das hier macht, an der Handwerkskammer in Koblenz, wo viele Menschen kommen und viele Berufszweige zusammenlaufen, dann ist es sicherlich auch ein bisschen richtungsweisend. Das ist Meinungsbildend. Und wenn jetzt die Leute nach Hause gehen und darüber nachdenken, was sie essen, Getreu dem Motto von Wilhelm Busch, sag mir, was du isst, ich sag dir, was du, wer du bist, dann glaube ich, ist es ein Ziel, das wir heute vorgehabt haben. Und das muss man natürlich öfter machen, aber erstmal der Anfang ist gemacht. Lafer sensibilisierte das Publikum für einen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln, was Herkunft, Verarbeitung und Zubereitung einschloss. Mit ihm konnte die Handwerkskammer einen Publikumsmagneten gewinnen, der nicht nur als Koch überzeugte, sondern auch mit persönlichen Einstellungen. Das lobte auch Alexander Schweitzer, Rheinland-Pfälzischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Herr Lafer ist eine ganz besondere Persönlichkeit, die ja für gutes Essen, gutes Kochen, gute und gesunde Ernährung steht. Und das öffnet natürlich auch den Kopf und da bekommt man ja einen Tipp, ohne dass es mit dem ausgestreckten Zeigefinger daherkommt, wie man sich gesund ernähren kann, aber trotzdem auf Qualität achten kann. Das ist auch eine Botschaft, die ich auch an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter senden möchte. Es ist nicht nur Aufgabe der Unternehmensleitung, nicht nur Aufgabe der Kasse, des Gesundheitssystems oder des Gesundheitsministers, auf die Gesunderhaltung der Mitarbeiter zu achten. Man hat auch selbst eine Verantwortung für sich selbst. Die kann man wahrnehmen. Alexander Schweitzer selbst brachte sich als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion und mit einer Begrüßung in die Veranstaltung Erfahrungswelt Gesundheit ein. Der Minister zeigte sich sehr interessiert an allen Veranstaltungs- und Ausstellungsinhalten und ließ sich viel Zeit für Gespräche mit Besuchern und Experten gleichermaßen. Auch das zeigte, wie wichtig ihm das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist. Es gibt eine politische Aufgabe und es gibt eine operative Aufgabe, in die sich das unterteilt. Die politische Aufgabe ist, dass wir als Land Rheinland-Pfalz sehr stark uns dafür engagieren, dass es sowas gibt wie ein Bundespräventionsgesetz, dass alle Träger von präventiven Aufgaben in Unternehmen, aber auch im gesamten gesellschaftlichen Leben ermuntert und mit Möglichkeiten ausstattet, etwas für die Gesunderhaltung der gesamten Gesellschaft zu tun. Das ist die politische Aufgabe. Die operative ist die, dass wir nicht geringe Mittel des Landeshaushaltes und des Europäischen Sozialfonds in die Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittelstandes in Rheinland-Pfalz investieren, über unser Projekt Zukunftsfähige Arbeit, über das Projekt der Handwerkskammer, das wir finanziell unterstützen, sodass es unmittelbar am Arbeitsplatz ankommt. Das ist die Aufgabe, die ein Landesminister an der Stelle erfüllen kann. Unter dem Stichwort zukunftsfähige Arbeit fördert das Arbeitsministerium verschiedene Projekte, die sich vor allem an kleine und mittelständische Betriebe richten. Hierzu gehört beispielsweise das Projekt Handwerk, Vital und Demografiefest der HWK Koblenz. Durch ihre überschaubare Größe sind Betriebe von Handwerk und Mittelstand flexibler, traditionell familiennah und weit anpassungsfähiger als andere. Deshalb bestehen in diesem Wirtschaftszweig gute Voraussetzungen, Arbeit gesundheitsgerecht zu organisieren. Diese Ausgangslage griff die Veranstaltung auf. So informierten Fachleute in Vorträgen, Workshops, Diskussionen und im Ausstellungsbereich auf einem Markt der Erfahrungen über Möglichkeiten, gesundheitlichen Problemen beispielsweise durch Bewegung und gesunde Lebensweise vorzubeugen. Angebote zur Stressbewältigung, zur gesunden Ernährung, aber auch zu Wellness für den Alltag rundeten das Programm ab, bei dem sich die jüngsten wie auch älteren Besucher wohlfühlten. Mehr Informationen zum Thema gesund arbeiten und gesund leben gibt es bei der HWK Koblenz. Hier gibt es auch Infos und Termine zur Weiterbildung und zu kommenden Veranstaltungen.